Ja, das ist wichtig zu wissen. Das ist Johannes Schlüter. Der 45-Jährige gibt an der Volkshochschule das Nazi-Seminar Bleib auf dem rechten Weg. Heute ist die Veranstaltung nicht ganz so gut besucht. Ein Schwerpunkt von Schlüters Seminar, die rechte Kleidung. Besonders im Trend, schwarze Kapuzenpullis. So, das ist jetzt zum Beispiel ein Kleidungsstück der Marke Thor Steiner. Kann man sehr gut tragen, sehr germanisch. Das findet auch die NPD-Fraktion im Sächsischen Landtag. Entschuldigung, Sie wissen aber schon, dass die Firma Thor Steiner einem arabischen Investor gehört, mit Sitz in Dubai? Doch, weiß ich. Rüdiger! Oh, das ist ja eine schöne Schaufensterpuppe. Die hat den Arm fast zum Heilgruß hier, ne? Ist aber nur Fastenheil. Ja, aber Heilfasten soll gesund sein. Ja, danke, Kamerad Rüdiger. Also, das ist ein Kleidungsstück der Marke Lonsdale. Warum die englische Marke Lonsdale bei deutschen Nazis so beliebt ist, erklärt Schlüter am Modell. So, und wenn ihr die Jacke jetzt so tragt, dann seht ihr hier den Schriftzug der NSDAP, halt nur ohne P. Aber deshalb ist Lonsdale eine gute Marke. Entschuldigung? Sie wissen aber schon, dass Lonsdale 2005 den Christopher Street Day gesponsert hat, die große Schwulenparade. Ja, klar weiß ich das. Aber es fehlt ja sowieso das P. Rüdiger? Ja, bitte? Es gibt auch Teehemden, wo NSDAP mit P drin vorkommt. Und zwar bei der Marke Ich bin ein Freund des Huhns Daphne. Wer ist Daphne? Moment. Ja, das ist Daphne. Johannes, Daphne, Daphne, Johannes. Sogar die Eier sind braun. Ja, so, das war's für heute. Ein Hinweis noch, bei meinem letzten Aufruf, Kameraden, nächsten Sonntag ist Nazi-Aufmarsch angesagt, hatten sich in der Eile einige falsche Leerzeichen eingeschmuggelt und ich glaube, Kamerad Rüdiger hatte sich etwas vorschnell tätowieren lassen. Nochmal zur Richtigstellung. Richtig muss es heißen, Nazi auf Marsch und nicht Nazi auf dem Arsch. Ich find's schön. Johannes Schlüter. Ein Mann sieht nach den Rechten.